Hallo und grüß euch, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt, hoffentlich euer Kiesschotter Sandgarten-Experte. Und heute machen wir eben, wie versprochen, diese Fragerunde. Wie sagt der Nils selber? Q&A, Question and Answer. Ich sage dazu Frage und Antwort, F und A. Ich habe mir, wo man, ich denke, das sind Fragen, die vielleicht für viel interessant waren. Es waren sowieso, alle Fragen waren interessant. Aber das sind vielleicht, keine Ahnung, schauen wir mal, ob wir es überhaupt durchbringen, weil da gucken wir 3 Stunden, was hier geht. Fangen wir einfach an, würde ich sagen, ohne Umschweife. Aber wie wird verhindert, dass der Schotter bei leichter Hanglage wegrutscht? Ich würde gern einen Weg ohne Stufen nach unten machen. Genügt es, den Bruchschotter zu rütteln? Ich bin in Wien Schule gegangen, in Schönbrunn. Und du gehst raus, dann ist dieses ganze Schlossareal vor dir. Das sind kilometerweise nur Kies-Schotterwege. Und von der Gloriette geht es ganz schön steil runter. Das sind alles Kieswege. Aber klar, mit der Zeit arbeitet sich dieser Kies nach unten. Und je schräger das das ist, desto mehr arbeitet sie vom Kies runter. Das ist so. Also wenn du einen Weg hast, der sehr steil ist und viel begangen ist, dann wirst du oft den Kies wieder aufschmeißen müssen. Aber es steht schon da, ganz richtig, du musst einen Bruchschotter nehmen. Auf keinen Fall einen runden. Wupp, weil da zieht es dir die Füße aus und dann haut es dir am Arsch. Es haut dich aufs Gesäß. Und also gehen tut's. Es ist ja auch nichts anderes, wenn du in die Berg wandern gehst, diese ganzen Wege und auf, das sind ja alles Schotterwege. Da geht es auch. Also wieso soll es nicht daheim auch gehen? Aber eben bitte passt auf, dass ihr wirklich einen eckigen nehmt. Und es könnt entweder nur den Unterbau verdichten, diesen, da war es ideal, wenn es einen Kalk in der Nähe hätte. Kalk tut immer sich sehr gut durch die Luftfeuchtigkeit binden, zum Beispiel 0,15 von der Körnung rütteln, dann ist das bombenfest. Und man kann das lassen, wie es ist. Das wird es mit der Zeit ausschoren. Wenn es regnet, über die Monate, irgendwann zahlt es das mit. Da hat man am Berg immer diese Rinnen drinnen, diese Schotterrinnen. Und wenn es nicht zu steil ist, funktioniert das. Aber was da ganz gut ist, gibt es oben eine dünne Schicht mit Split, also mit Kantkorn rauf. Die verhindert dann großteils dieses Ausschwemmen und das könnte es eh gehen. Wie steil, das muss man einfach probieren, wie das geht. Aber es geht schon, steil darf es halt nicht sein. Eine gute Frage, nämlich eine coole Frage irgendwie. Spannend, funktioniert das auch? Spannend, richtig, ist extrem spannend. Funktioniert das auch als bepflanzte Drainage rund ums Haus? Also eines, das nicht unterkellert ist. Okay, es kommt unterkellert auch sein, war ja wurscht. Bin gespannt, welche Pflanzen man dort setzen kann. Vielleicht auch rankende wie Wein. Ja und nein. Wenn du richtig eine Drainage machst, dann ist normal diese Drainage mit einem groben Schotter gemacht, 16-32 mm aufwärts. Das heißt, es ist sehr grob und da kann sich keine Feuchtigkeit halten, deshalb macht man das ja. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich keine Chance haben, dass was wächst. Aber es ist so, bei den meisten Häusern, auch wenn da zum Beispiel Keller sind, müsste man nicht mit so einem groben Material auffüllen, sondern es könnte was sein, was ein bisschen einen feinen Teil hat. Ich habe das bei unserem Haus auch so gemacht. Da ist einfach Schotter, Erden, alles Mögliche, wie es halt von der Baustelle dann zerlempert, zerdraht worden ist, das kommt dann da wieder rein und da hast du eine gewisse Feuchtigkeit. Dann kann man auch direkt zum Haus setzen. Aber rein dieser Drainage-Schotter, das wird nicht funktionieren. Man könnte mühselig da vielleicht was ausgraben, eine Kiste reinstellen, indem man Erde reingibt oder wie nennt man das bei meinen lieben Nachbarn, am Mörter schaffe, wie heißt das bei euch? Betondruck wahrscheinlich, ja, richtig. Diese schwarzen Kisten, wo man Beton mischen kann, die kannst Lecherbohren, ganz wichtig. Wenn es kein bohrt, dann könnt ihr Wasserpflanzen reinsetzen, könnt ihr auch probieren, ja, geht. Aber
Da kannst du dann oben sogar den Kies wieder drüber geben, aber unten muss eine Erde drin sein. Dann ist das wie ein Topf, den ihr eingraben habt. Geht auch. Oder man baut sich aus Holz irgendeiner Kiste, füllt es mit Erden an. Das geht ganz knapp zum Haus zu, in der Drainage kann ich setzen. Aber bedenke, Dachvorsprünge macht man ja heute nicht mehr. Ist ja nicht gefragt. Man macht Flachdächer mit so viel Vorsprung. Das ist für sowas natürlich ideal, weil da regnet es zu. Aber wenn es jetzt noch ein Haus habt, wo ein Giebeldach oben ist, dann stehen die oft einen halben Meter oder einen Meter drüber und dann kommt da kein Niederschlag hin. Und da gibt es schon auch Pflanzen, die mit der Zeit sich etablieren können, aber da muss man halt am Anfang mit den Gießen dahinter sein. Das müsst ihr selber, da ist jede Situation ein bisschen anders, aber prinzipiell ja, wieso nicht, aber nicht ganz zu grober Schotter, da wird da nichts wachsen. Du brauchst ein bisschen was, wo die Pflanzen durchwachsen können. Ganz ein schneller Nachsatz noch, weil es wegen diesem Wein da gefragt ist, wenn ihr unter der Drainage, angenommen die Drainage ist 30, 40, 50 cm, keine Ahnung wie hoch ist die aufgeschüttet habt, und unten ist normale Erden, dann kannst du ohne weiteres einen Wein hinsetzen. Aber du musst halt dort, wo du ihn setzt, schauen, dass ein bisschen Erden mit aufgeht. Der wächst nach unten durch. Ganz viele dieser trockenheitsresistenten Pflanzen, die für Kiesgärten geeignet sind, machen Wurzeln bis an Meter Tiefe. Die holen sie aus der Tiefe. Nur, wenn du die Pflanze setzt, sie hat keine Tiefwurzeln. Also, du musst es so lange unterstützen, bis mit den Wurzeln unten ist und dann hat es nie mehr ein Problem. Und der Same, der dann folgt, der macht es eh ganz anders. Der kommt eh durch. So, nächste Frage. Kannst du vielleicht auch Tipps geben, wie man so einen Garten des Grauens in einen lebendigen Kiesgarten umwandeln kann? Leider wurde unser Vorgarten vor einigen Jahren auf Wunsch der Mehrheit der Eigentümer, hallo, was soll das? Was sind das für Mehrheiten? In einen pflegeleichten Schottergarten umgestaltet, mit grobem Schotter und Vlies für viel Geld. Ich finde es schrecklich. Und soll ich sagen, wo das ist, wo die Adresse ist? Mit Namen dazu? Steht hier nicht da. Wenn man es mit einfachen Mitteln wieder rückgängig machen könnte, dann schön bepflanzt, ließen sich die anderen Eigentümer vielleicht sicher, sage ich, überzeugen. Einfach probieren, macht einmal ein Fleckerl. Würde ich so vorgehen, sucht da irgendeinen Fleck aus, besond, Niederschlag sollte hingehen, also eben nicht unter einem Dach. Du musst das Vlies rausnehmen, das ist wichtig, das Vlies gehört raus, es ist wahrscheinlich in 10 cm oder 15 cm Tiefe, keine Ahnung. Schneid das Vlies raus und schau mal, was unter dem Vlies ist. Wenn unter dem Vlies Erde ist oder Schotter-Erde-Gemisch, yes, dann hast du schon gewonnen, weil dann kann die Pflanze da nach unten wurzeln. Und dann würde ich so vorgehen, dass du auf, je nachdem wie dick diese Schicht oben ist, das ist jetzt schwer zu sagen, wenn das nur ein paar Zentimeter ist und unten ist das Vlies ist sowieso einfach, dann kannst du so vorgehen, wie im ersten Teil geschildert, Pflanze auf die Erde raufstellen und dann aber mit einem feinen Kies, nicht so mit diesem groben, oder du nimmst überhaupt ganz einen feinen Kies, 4-8 oder mit Sand, wäre super, weil dann bringst in diese grobkörnigen Flächen Leben rein, eventuell sogar, wenn du viel Glück hast, einen bindigen Sand, wenn du den bekommst vor Ort irgendwo in Kiesgruben. Viele Wildbienen schätzen solche groben, feststehenden Sande, da kommst du dann eine. Immer war Glück, aber könnte man versuchen. Also ja, ist möglich. Mit ein bisschen Arbeitseinsatz. Aber es war ja in so einem Mehrfamilienhaus ein lässiges Wochenendaktion. Machen wir aus dem Schoder wieder eine paradiesische Fläche vor der Haustür. Ich habe mich jetzt fast verschluckt. Yes, genau das wollten wir schon letztes Frühjahr machen. Dann kam eine kleine Pandemie dazwischen. Ein Pandemiechen kam dazwischen. Im Sommer war es uns zu heiß, kann ich verstehen. Bitte sag uns nochmal genau, wie wir die Erde am besten vorbereiten. Quecke und Ackerwinde werden wohl nicht so leicht zu beeindrucken sein von 10 cm Kies. Yes, you are right. Denen ist es wurscht. Da kannst du einen halben Meter Kies draufhauen und die Wurzeln durch. Das ist unfassbar. Quecke, bei mehr Kies wird es wahrscheinlich auch aufgeben. Bei Quecke könnte man versuchen, ist eine langfristige Aktion, 10, 20 cm würde ich eher vielleicht sogar Sand nehmen und ein, zwei Lagen Karton drauflegen. Also Pappe, Pappkarton. Der braucht lang, bis der da durchwächst und vielleicht gibt er bis dorthin auf. Die, was steht noch, Quecke und die Winden, oder was war das? Jetzt finde ich es noch, Ackerwinde, ja.
wenn Ackerwinden drinnen sind, musst du mit der Ackerwinde leben. Zum Glück gibt es die Ackerwinden-Wildbiene. Gibt es wirklich Wildbienen, die die Ackerwinde brauchen. Aber Ackerwinde ist schwierig. Was sollst du machen, wenn die drinnen sind? Ich habe bei mir beobachtet, ich habe es auch drin in einigen Flächen. Wenn du einmal im Jahr mähst oder zweimal im Jahr oder das entfernst, dann verhinderst du zumindest, dass das immer weitergeht. Und die Ackerwinde tut sich schwer auf reinen Kies- oder Schottergärten, weil die braucht dann irgendwo unten ein Medium, wo es runterwurzeln kann. Wenn es nur im Kies ist, tut sie sich schwer. Also langfristig ist die Frage, beeindrucken lässt sie sich nicht von 10 cm Kies, keinesfalls. Und kann ich Kies auch um die 60 Jahre alte Eibenhecke aufbringen? Das tut dem Gärtner fast weh. Man kann es natürlich, du kannst alles machen in deinem Garten, du brauchst nicht einmal wen fragen, außer dort, wo es verboten ist in Deutschland schon. Aber ein Eibenhecken mit Kies, ja, weiß ich nicht, ob die Eiben da so happy ist. Passt irgendwo langfristig nicht ideal zusammen. Erstens ist der Lebensraum der Eibe meistens nicht schottrig kiesig. Sie wird schon auch dort wachsen, aber eher wächst sie im Unterwuchs von hohen Bäumen, waldig. Und der Kies macht ein sehr heißes Klima. Und das mag die Eibe nicht. Die Eibe mag es kühl, mag eine hohe Luftfeuchte. Außerdem, Eiben dann auch ihre Nadeln wechseln, das macht dann relativ schnell zu. Würde nicht empfehlen, diese Kombi. Lass lieber unter der Eibe normales Erdreich und tu das bei Pflanzen. Gibt wunderbarste Pflanzen, die man unter Eiben setzen kann. Ein Thema, was viel bewegt hat, ich glaube, es kommt dann eh noch einmal. Supi, ich kenne nur die Schottergärten mit riesigen Steinen, in die meist noch auf der Südseite arme Pflanzen gesetzt werden, die sich dann langsam aufs Sterben vorbereiten und kurz vor dem letzten Schnaufer noch mit viel Gift behandelt werden, um zu garantieren, dass das Sterben auch schön lang dauert. Ja gut, mit dem Gift beschleunigst du das Sterben wieder. Also so gesehen, Sterbehilfe für Pflanzen, die dort nicht hingehören. Weil wenn du die richtigen Pflanzen setzt, die fühlen sich dort pudelwohl. Königskerzen, Kade, Natternkopf etc. Was ich euch letztes Mal gesagt habe, einige Pflanzen, Färberginster und so weiter. Hey, ein Färberginster im heißen Schoder, der liebt es, dem taugt es. Klimawandel, okay, kann man argumentieren. Wie kann man nur in Zeiten des Klimawandels? Man muss das ein bisschen differenziert betrachten, glaube ich. Es macht ja keiner 500 Quadratmeter Kiesfläche, wo nichts, ja, scheinbar machen sie es Gärten des Grauens. Aber uns geht es ja um Vielfalt. Wir wollen Vielfalt und so ein Stückchen Kiesgarten ist eben eine wunderbare Möglichkeit. Und was unseren Landschaften fehlt, und deshalb finde ich, haben diese Kiesgärten oder Sandgärten, wie auch immer, dass wir es nennen, wirklich eine Berechtigung. Sie sind sehr ähnlich dem natürlichen Standort der Magerrasen. Und klar, das stimmt schon. Es ist dort trocken, es ist dort heiß. In Österreich gibt es Gebiete, die so sind, zum Beispiel beim Pannonischer Raum um Wien herum. Dort entstehen diese Bereiche von selbst und dort kannst du einfach eine sehr hohe Dichte an verschiedenen Pflanzen knapp nebeneinander halten, weil halt wenig Nährstoffe in solchen Böden drinnen ist. Je nachdem, wie es nach unten ausschaut. Aber wir wollen das deshalb machen, um einfach die Vielfalt anzuheben. Und im Idealfall sollte gar nicht zu viel von dem Kies sichtbar sein. Es nennt sich zwar Kiesgarten oder Sandgarten, aber eigentlich sollte, wenn man hinschaut, sollte das ganze Ding von Pflanzen bewachsen sein oder ein Großteil zumindest. Und das wird mit der Zeit, wenn es einige Jahre vergehen lässt, die Dinge sehen sich ja aus und das wird immer mehr. Aber nicht eben so irgendwo vom Blick drauf, dass man sagt, naja, Klimawandel, das macht alles keinen Sinn, weil das ist die Hitze, das streut ab, das stimmt. Aber man schafft einfach ein unglaubliches Stück Vielfalt und Insekten wollen Hitze. Die wollen heiß, sonnig, denen taugt das. Wie gesagt, setzt ein paar Schottenbaum zum Haus zu, statt der Markisen, da kann man dann locker ein kleines Fleckerl Kiesgarten machen. Das ist jetzt auch interessant. Ich werde da eh nur ganz wenig wahrscheinlich wirklich von den Fragen da zufriedenstellend beantworten können, aber das ist ganz interessant, da bei uns ist, was bei uns ist, der ist noch, hä? Egal, achso, ein Kiesgarten des Grauens ist nordöstlich, um das geht es jetzt, das ist interessant, da ist schon sehr früh die Sonne wieder weg, also einmal ein anderer Kiesgarten, richtig, man könnte auch im Schatten Kiesgärten machen, deshalb symbolisch die Schneerose, denn im Sommer ist es unterm Baum schattig und am Naturstandort, wenn du dahin spazierst oder wanderst, die sind meistens wirklich im Schotter,
schon mit Erde vermischt, wäre es eine Möglichkeit. Da ist schon sehr früh die Sonne wieder weg. Ich hoffe im nächsten Video auf Pflanzentipps auch für solche Standorte. Ich hoffe, mein Mann und die Jungs ziehen wieder mit, dann wird dieses Jahr einiges verändert. Logisch. Logisch zieht er mit. Und die Jungs auch. Danke fürs Zuhören. Wirklich eine coole Geschichte. Da müsste man mal vielleicht sogar ein eigenes Thema vorbereiten für solche Gärten im Halbschatten. Schatten gibt es eine riesen Menge wieder, das du setzen kannst. Eben Schneerose wäre vielleicht ein Thema, wenn es nicht ganz zu kühl ist. Schneerose will schon eine Wärme auch haben. Leberblümchen. Kannst eine große Menge von Pflanzen ersetzen. Diese Kiesgärten sind jetzt, du kannst das meiste einsetzen. Also man muss jetzt nicht fürchten, dass was hin wird. Aber in dem Fall, wie ich das letzte Mal gesagt habe, Pflanzenführer, da kann man dann sie vielleicht so Standorte aussuchen, die nicht in der prallen Sonne und heiß sind, sondern eher so halbschattig-schattig. Würde am besten nachschauen unter zum Beispiel Gehölzbepflanzung, Saumbepflanzungen. Die werden sie dann in diesen eher schattigen Kiesgärten wohlfühlen, aber war ganz ein spannendes Thema, gibt es auch im alpinen Bereich. Die schönsten Beispiele gehst drauf, da kommen dann diese Steinbrechsachen, die sind im Stein, in Steinblöcken, wo es eher absonnig bis kühler ist. Wir unterbrechen für meinen Deko-Blog. Ich muss mir das Thema jetzt ein bisschen zurückerobern. Nein, vergiss es. Ich mache keinen Deko-Blog. Das würde. Das wäre dann die Deko des Grauens. Wenn ich eine Deko mache. Für mich ist das die coolste Deko. Ich stehe dazu. Und cool passt da ganz gut. Schneerose, die mag ich cool. Weil wir die gerade für alle, die das wirklich jetzt aktuell schauen, wir haben einige Schneerosen jetzt im Shop. Vielleicht taugt euch sowas. Übrigens, wenn es eher kalkige, steinige Böden habt, das mag ich eben sehr gern, die Schneerose. Probiert es einmal, wo in der Nähe vielleicht Bäume sind und eine Beschattung machen. Ganz super ideal. Und wieso die Schneerosen so wertvoll sind, durch diese frühe Blüte, zum Teil ja mit dem Schnee, locken sie klarerweise die allerersten Insekten an. Oft blieren sie ja schon so früh, da sind noch keine Insekten unterwegs. Dann tut sie sich halt selber bestäuben. Da ist die Schneerosen eh nicht geniert. Aber ansonsten hast du eben wirklich gleich einmal die Bienen um. Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Käfer, sogar Schnecken, alles Mögliche kreucht und fleucht auf den Schneerosen. Also wirklich Pflanzen, die das Leben in den Garten bringen. Themenwiederholung, ich sage es trotzdem nochmal, außerdem passt mein schwarzes Kaffeehäferl ganz gut dazu, denn das speichert die Wärme auch gut. Der Kies speichert doch die Wärme, oder wir haben aber schon einen Anstieg der Temperaturen. Deshalb bin ich kein Fan von Kies. Das Argument stimmt, unterschreibe ich, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, super Mittel zum Vielfalt steigern und ja, man kann das realistisch auch mal betrachten. Wenn ich mir jetzt eine Stadt von oben anschaue, die ganzen Dächer, ich meine, da war es ja einmal super, wenn man nur einen Teil dieser Dächer in Gründächer umwandelt. Das wäre eben unser Thema, weil da wird unglaublich viel Wärme produziert. Und ein Tipp, wer nicht zu viel Wärme produzieren will, soll einfach ein Steinmaterial oder ein Kies nehmen, der hell ist. Dann reflektiert es nämlich, dann heizt sich das bei Weitem nicht so auf. Also man kann da schon wirklich auch dagegen arbeiten, je dunkler dieses Abdeckmaterial ist, desto mehr Wärme speichert es über den Tag und gibt es dann am Abend wieder ab. Das stimmt, in Zeiten des Klimawandels braucht man sowas großflächig nicht machen, ist nicht ideal. Aber man nimmt einfach ein helleres Abdeckmaterial, das reflektiert. Bei uns da gibt es viele so Kieswerke, die haben recht helle, gelbe oder so ein bisschen glänzende, die reflektieren und die greifst du an und am Tag, die sind nicht warm. Und wenn ich nebenbei aber, es gibt ja auch diese Basaltsplit-Geschichten, wenn du das im Vorgarten hast, da grützt dich, wenn du in die Haustür reingehst, da rinnt dir der Schweiß runter, weil das so heiß wird. Also es ist ein Argument, wo man eben, wenn man geschickt ist, dann kann man das ein bisschen umgehen, diese Wärmespeicherung. Und wir wollen ja trotzdem einen gewissen Teil an Pflanzen dort haben. Übrigens, die Pflanzen, die auf solchen Kiesgärten wachsen, wie zum Beispiel die Eselsdistel oder der Wollzist, die machen genau die gleiche Strategie. Die sind in der vollen Hitze, aber sie ziehen sich ein silbriges Kleidchen an, nicht um sexy zu sein, nein, sondern um die Sonne zu reflektieren. Dann wird er nicht heiß und dann verdunsten sie nicht. Und so kann man es mit dem Kies auch machen. Wäre einfach vielleicht so ein Tipp. Aber es ist nicht unrichtig.
Das Thema nehmen wir jetzt trotzdem noch einmal auf, weil es einfach bewegt und man sieht, es beschäftigen sich schon sehr viele Leute damit. Das ist super. Eine Versiegelung des Bodens durch Kies sollte trotzdem sparsam benutzt werden. Kies erwärmt sich deutlich stärker, Klimawandel, und ist für die vielen bodenlebenden und bodenbrütenden Insekten wie unsere geliebten Wildbienen natürlich eine Katastrophe. Trotzdem natürlich besser als die Kieswüsten, die sogenannten Gärten des Grauens. Möchte ich differenziert darauf antworten? Erstens einmal mit dem Kies, aber vielleicht ist das anders gemeint irgendwo wegen der Reflexion und Wärmespeicherung. Der Kies versiegelt den Boden eben nicht, sondern der Kies lässt das Wasser, das vom Himmel fällt, das Regenwasser, ungehindert durch. Deshalb wird vielfach hoffentlich immer mehr auch vorgeschrieben, Parkflächen zum Beispiel vor den Häusern, wo ihr eure Autos abstellt, diese nicht zu versiegeln mit Asphalt oder Pflasterflächen, sondern da zum Kies hin. Ist viel günstiger, kostet einen Bruchteil und das ist nicht versiegelt. Das heißt, das Wasser kann da ungehindert durch versickern. Das wollen wir, das ist super. Und mit dem deutlich wärmer eben, denkt dran, nehmt vielleicht einen hellen Kies, das wäre eine super Sache. Und da gebe ich recht, das habe ich, muss ich ehrlich sagen, früher auch nicht so bedacht, dass viele bodenlebende, bodenbrütende Insekten wie Wildbienen mit einem gröberen Kies haben die natürlich ein Problem, weil der kann da keine Höhle reingraben. Andererseits, so eine normale Körnung, ja, müssten wir jetzt wieder ausschweifen, vielfältige Lebensräume. Es sollte ja nicht jeder Dreiviertel vom Garten aus Kiesfläche gestalten. Wenn jeder Zehnte einen Kiesgarten macht, okay, überhaupt kein Problem, dann haben wir wieder dieses Mosaik. Aber zum Beispiel, wir haben eben heuer, das war wirklich entzückend zum Betrachten, eine Schneckenhausbiene gehabt. Und die suchen sie im Kies gern, so stören sie ein bisschen Vertiefte. Und da zahlen sie dann die Schnecke und drehen sie um den Dumm. Und dann tun sie es verstecken, dass keiner mehr findet. Und diese bodenbrütenden Insekten, es gibt viele Wildbienen, die brüten im Boden. Die kannst du nur bedingt fördern mit Nisthilfen, weil die wohnen im Boden. Und die kannst du aber gezielt fördern, indem es Sand aus Abdeckmaterial verwendet. Und da kann man ruhig einmal wo eine Mulde ausgraben und einen halben Meter die auf Sand hinschmeißen. Es muss nur ein Mehlsand sein, so nennt sie das, Mehlsand, der eine gewisse Standfestigkeit hat, wo die Biene reinbohrt und wo das Loch dann nicht von selbst wieder zufällt. Da muss man ein bisschen experimentieren und schauen vor Ort, was hat man in den Kiesgruben, oder schaut einmal hin, ob man vielleicht Wildbienen irgendwo entdeckt in diesen Häufen, die da liegen haben, dann wisst ihr, das könnt ihr nehmen. Also ihr könnt das super kombinieren. Kies und dazwischen macht es wieder Bereiche, wo einfach Sand ist. Oder es nehmt überhaupt Sand als Abdeckmaterial. Dann fördert es auch die Wildbienen, weil genau das sind die Lebensbereiche, die sie eben suchen. Schottergruben, Kiesgruben. Da fühlen sich diese Tiere unglaublich wohl, aber es stimmt, eine dicke Schicht mit einem groben Kies, da kann keine Biene sich irgendwo reinarbeiten. Ja, viele Jahre nach vorn gesehen, wenn das gut mit Vegetation besetzt ist, machen sie diese Böden zu. Also die schließen sie mit organischer Materie irgendwann und dann hast du wieder einen Haufen Asseln, Hundertfüßler, was weiß ich, wo es alles drin, also werden auch belebt. Immer alles mit Maß und Ziel, sage ich. Und wie gesagt, ist schon ein wichtiger Punkt und man könnte das mit Sand ein bisschen aufpeppen. Gutes Kommentar. Kies- und Schottergärten, ja. Kies- und Schotterwüsten, nein. Unterstreiche dreimal. So, was haben wir noch? Ich möchte meinen Rasen in einen Naturgarten verwandeln. Congratulations! Ist es zunächst ausreichend, wenn ich einfach nicht mehr mähe oder muss ich die Grasnarbe entfernen? Na, überhaupt nichts da. Wenn du einen Rasen hast, hör einfach auf zu mähen. Entweder mähst du dann nur einmal oder zweimal im Jahr mit der Sense oder mit dem Rasenmäher und entfernst jeweils immer das Schnittgut. Ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber ganz kurz, weil es eine gute Frage ist. Und diese Fläche wird sich mit den Jahren immer mehr zurückverwandeln in so eine gemischte Kräuterwiese, wie auch immer. Man könnte es beschleunigen, indem man vielleicht Pflanzen dazu setzt, die sie aussehen, aber nein, du musst eigentlich wirklich überhaupt nichts da. Allein das Umstellen auf wenige Maten im Jahr und Entfernen des Schnittgutes
dort schon diese Prozesse in Gang bringen, so sind unsere Blumenwiesen entstanden, weil die Bauern das einfach gemäht haben über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ganz kurz. Ich habe leider auch noch so eine Wurzelsperrensünde in meinem Garten, wo ich nächstes Frühjahr einen trockenen Kiesbereich anpflanzen will. Wie lange dauert es, bis der Boden durch solch ein Vlies unfruchtbar wird? Das Vlies liegt dort circa 2 Jahre. Muss ich den Boden mit Kompost aufbereiten oder kommt das wieder von alleine? Also ich nehme an, du meinst die Anreicherung von organischer Materie im Boden. Ja, ich... Ich schäme mich wirklich dafür. Also wenn das ist, wo du dich schämst dafür, Hut ab. Bist ein guter Mensch. Da muss man sich sicher nicht schämen. Die Dinge werden an ja dauernd raufgedrückt. Nimm uns ein Vlies, nimm ein Vlies, tu ein Vlies unten rein, mach her da nichts anderes mehr. Es ist unfassbar, wirklich. Außer mit dem Vlies, reiß außer. Wenn du dort vorhast, einen lebendigen, artenreichen Kiesgarten zu machen, wenn deine Böden vielleicht von vornherein eher ärmere Böden sind, würde ich total darauf verzichten, das wieder anzureichern mit Kompost oder organischer Materie, denn dann hast du mehr Möglichkeit für Vielfalt. Ich würde keine Anreicherung machen, gib das Vlies weg, tu den Boden entsprechend auflockern, dass wieder ein bisschen Luft reinkommt, die obersten 10 cm einfach ein bisschen mit der Grabgabe lockern. Fertig, dann kannst du schon dieses übliche Prozedere machen und die Pflanzen vielleicht sogar nur draufstellen, oben Sand oder Kies. Man kann auch durchmischen, ich kann da auch einen Kies reinmischen. Es könnt alles da, was wollt, es könnt es auch ganz anders machen, wie es ich euch sage. Alles egal, es dürft alles machen, aber also du brauchst da sicher nicht großartig was machen. Die Natur ist zum Glück sehr, sehr schnell. Aber wenn so ein Vlies 20 Jahre drauf liegt, wenn du das Vlies weggibst, in Windeseile werden sich diese Böden wieder beleben. Das passt jetzt wirklich super dazu. Ein Vlies im Kies, das ist echt mies. Auch tut es mir in der Seele weh, wenn ich kein Löwenzahn im Kies stehen sehe. Pulitzer preisverdächtig. Sehr geil. Sehr cool. So. Wir sind am Ende dieser hoffentlich etwas aufschlussreichen Fragerunde und möchte jetzt vielleicht ganz kurz noch zurückgehen auf den Kies, den wir ums Haus haben. Der wird nicht heiß, weil er eben sehr hell ist. Er reflektiert das Sonnenlicht und direkt drunter ist dann bald einmal die Erde, die angefeuchtet ist. Und mit der Zeit wachsen diese Kiesflächen recht stark zu. Viel heißer wäre es, wenn ich zum Beispiel Granitplatten oder irgend sowas verlegen würde. Die kriegen 60, 70 Grad, unfassbar. Kannst nicht bloß für sich gehen. Wie sagt man, barfuß, man kann nicht barfuß gehen. Kennen Sie Kinder ganz schön, die Füße verbrennen auf solche Flächen und beim Kies, wirklich unser Kies, durch das, dass er so hell ist, den haben wir da in unseren Steinbrüchen, den nehmen wir aus der Enns raus, ein schöner, wunderbarer Fluss in Österreich. Das ist ein ganz heller Kies und der horzt sich nicht auf, kannst den ganzen Tag blassfüßig gehen, wie sagt man, barfuß. Auf Fuß gehen und du wirst dich nicht verbrennen. Also man muss das immer ein bisschen mit Hirn und Fantasie machen, dann kann man viele Dinge da vielleicht auch entkräften, wo man sich zum Teil schon zu Recht fürchtet, dass einfach zu heiß wird. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es habt bald irgendein Projekt in Planung, was diese Kiesgärten betrifft. Und wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man die richtig zu absoluten Hotspots der Biodiversität machen. Es ist wirklich so, da wuselt es drinnen. Arbeitet auch mit Sand dazu, mit Schotter, mit Kiesen. Lasst das ein bisschen lebendig machen. Gebt auch Totholz dazu. Nehmt heimische Pflanzen. Lasst es aussehen. Schaut, was passiert. Lasst eine Dynamik zu. Dann passiert immer was im Garten. Dann musst du nicht einmal mehr fort auf Urlaub, weil es daheim so geil ist. Es kann dir passieren, es kann dir passieren, es wäre möglich. Also macht es gut, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, pfiat euch, ciao.